Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich mache. Autsch! Hammer! Kommen Sie sofort in mein Büro! Auf der Stelle, Hammer! Hammer, ich habe ein Problem. Kennen Sie einen Reporter namens Phil Gumm von den Action News? Ich sehe mir keine Nachrichten an. Ich mache sie. Er hat den Wunsch geäußert, bei einem von uns mitzufahren. Einen ganzen Tag lang. Und was ist das Problem? Er hat Sie ausgewählt. Warum mich? Weil Sie auf dem Papier eine umwerfende Verhaftungsstatistik haben. Sie haben über 1000 Männer hinter Gitter gebracht. Nur der Himmel weiß, wer von denen schuldig ist oder etwas verbrochen hat. Sie sahen alle schuldig aus, fand ich. Hammer, Sie scheinen sich nicht der Problematik bewusst zu sein. Seit 2 Monaten liege ich mit den Herren aus dem Rathaus über Kreuz. Sie reden davon, die Abteilung aufzulösen. Der Bürgermeister würde am liebsten das ganze Revier dicht machen. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ich soll den Bürgermeister töten. Nein! Ich sage nur, dass dieser Bericht uns allen helfen kann oder uns schaden. Wir machen entweder einen guten Eindruck oder einen schlechten. Ich befehle Ihnen daher, sich verantwortungsvoll zu betragen. Nichts lieber als das, Chef. Mein Ein-Mann-Orchester und ich werden ihm ein hübsches Nachmittagsprogramm liefern. Hammer, packen Sie die Knarre weg. Und jetzt ziehen Sie endlich Leine! Ihr Blutdruck. Und hier drüben ist gerade einer meiner Kollegen dabei, Fingerabdrücke zu nehmen. Der Mann ist... Und hinterher waschen Sie sich die Finger. Er hat seine Opfer auf eine Gesundheitsliege gefesselt und 12 Frauen dabei zu Tode massiert. Wie furchtbar. Er gehört zu den meistgesuchten Verbrechern und war im Kosmos-Magazin Junggeselle des Monats. Hi! Sie müssen Mr. Gumm sein, von dem ich so viel gehört habe. Hammer! Ne? Das ist der Reporter. Ach. Hi! Ich bin Inspektor Hammer. Na, wie läuft Ihre Geschichte, mein Freund? Bisher habe ich noch nicht viel gesehen, außer einem Haufen Polizisten, die hier rumhängen und nicht gerade an Arbeitseifer ersticken. Dann warten Sie ab, bis Sie mich in Aktion sehen, Kumpel. Gerne. Ich werde Ihnen... Kann ich Sie mal eine Sekunde sprechen? Entschuldigung. Ja. Hören Sie zu, Doro. Ich möchte, dass Sie mir heute behilflich sind. Das ist von äußerster Wichtigkeit. Sir, schießen Sie los. Ich möchte, dass Sie Hammer unter Kontrolle halten. Sorgen Sie dafür, dass er heute nicht mit dem Revolver rumspielt. Hm. Na gut, dann versuchen Sie wenigstens zu verhindern, dass er es vor der Kamera tut. Sehen Sie zu, dass Sie da draußen eine gute Figur abgeben. Dann kann ich dem Rathaus eine lange Nase machen. Gib's doch zu, Punky. Du wolltest das Auto klauen. Ja, ich gestehe alles, aber der Bulle hatte keine Handschellen dabei. Deshalb hat er mich wie ein Köder an der Stoßstange festgebunden. Und dann hat der Kerl mich beschimpft. Er hat mich Bambi genannt. Hey, da ist er ja, der Kerl mit der bunten Krawatte. Wer ist denn das? Oh, meine Lieblingskühlerfigur. Das wird Sie interessieren. Ich habe gerade keine Handschellen dabei. Entschuldigen Sie bitte, wir müssen uns beeilen. Wir haben noch eine Menge vor. Inspektor Hammer, ich weiß, dass Sie fahren müssen, aber könnten Sie mir zur Kamera schauen? Ich möchte Sie von Ihrer Schokoladenseite erwischen, okay? Mr. Gumm, heute werden Sie erfahren, was es bedeutet, ein richtiger Bulle zu sein. Das hat nichts mit den Kerlen im Fernsehen zu tun, wie Starsky und Hutch, die herumrennen und auf Mondmännchen schießen. Hammer! Ja, was ist denn? Als Polizist ist man häufig Gestank ausgesetzt. Leichensäcke, Namensschilder am Zeh, manchmal auch halb verweste Kadaver. Haben Sie schon mal an einem Toten gerochen, der über 2 Wochen hinter einer Mülltonne lag? Nein. Das können wir ja dann nach dem Essen machen. Oh, was war das? Ich glaube, ein Teller, er kam von da drüben. Na, fein. Dem Werfer werden wir gleich ein Ende setzen, wer immer es war. Ich kann deinen schlechten Atem nicht mehr ertragen. Das kommt vom Saufen, du Ziege. Okay, Leute, keine Bewegung, Polizei. Phil Gumm, Action News. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Runter mit der Waffe. Schön langsam, keine Tricks. Hey, was hat die Kamera hier zu suchen? Wir prügeln uns nicht, keine Sorge. Ach ja, und woher kommen die zerschlagenen Teller von der griechischen Hochzeit? Jetzt hört mal gut zu, Freunde. Ich habe einen verdammt nervösen Finger. Ich will wissen, wie die Tellerschmeißerei angefangen hat. Kurz und prägnant, keine langen Romane. Das ist leider nicht jugendfrei. Könnten Sie mir ein unverfängliches Stichwort geben? Von wegen nicht jugendfrei? Na, flüstern Sie mir es ins Ohr. Aber nicht spucken. Oh, Sie sind ein lausiger Liebhaber. Ah, jetzt reicht's! Ah. Hör zu, Kumpel! Versuch's doch mal mit einem Dutzend Austern. Hammer, bitte! Wieso nicht? Die machen irre scharf. Könnte ich den Fall übernehmen? Ob es dann klappt. Sir, in meinen Augen sind Sie ein sehr sensibler Mann. Oh, dieser Typ, das ist eine glatte Lüge. Hören Sie auf, ich bitte Sie. Sehen Sie, in jeder Ehe geht es mal rauf und runter. Seit wann sind Sie verheiratet? Seit einer Woche. So lange? Hm.
Okay, Sie müssen mir versprechen, dass Sie sich vertrauensvoll an einen Eheberater wenden. Klar, klar tue ich das, Baby. Ja. Ich verspreche es dir. Er lügt wie gedruckt. Sie werden mich doch nicht mit ihm allein lassen. Ich bitte Sie. Hören Sie, Ma'am. Ich kann Ihnen ja die Wahrheit sagen. Ich halte nicht viel von dem Geschwätz der Eheberater. Sollte er seinen Pflichten nicht nachkommen, animieren Sie ihn damit. Lasst uns gehen. Und Sie denken an die Austern. Die Frau wird sich freuen. Oh, mach schon. Okay, okay. Nicht so hektisch. Ja, nicht durchdrehen, nein. Junge, ich will auch noch das Geld aus dem Safe haben, oder ich puste dir den Schädel runter. Nicht aufregen. Hier, bitte. Wirst du das wohl sein lassen, dass es für ein Schiff klappt und reicht die Kohle rüber? Das ist alles. Aber was kann ich sonst noch für Sie tun? Hör zu, gib mir noch zwei Lotterielose. Hier, hier bitte. Oh. Inspektor Hammer, zuerst spielen Sie Dr. Who's und dann machen Sie eine Kaffee- und Donutpause. Alles, was Sie bisher getan haben, ist das Klischee, um die Polizei zu untermauern. Ich muss Ihnen sagen, dass ich nicht sehr beeindruckt bin. Okay, ich würde gern zu dem Klischee Stellung nehmen, falls Sie einen Moment Zeit haben. Aber sicher. Sehen Sie, die landläufige Meinung über einen Donut ist, dass er aus Teig und Zucker besteht und in Fett gebacken ist, stimmt's? Genau. Dieses Fett verkleistert einem die Arterien, wandert ins Gehirn hinauf und man wird liberal. Und ehe man sich versieht, liegt Barry Manilow auf dem Plattenteller. Man geht nicht mehr zur Arbeit und stimmt für Schusswaffenkontrolle. Verstehen Sie, was ich meine? Kriegen Sie den Durchblick? Ja, durchaus. Na, hoffentlich. Deswegen esse ich Müsli-Riegel. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, junger Freund. Was? Oh ja, natürlich. Hey, gehen Sie bloß mit der Kamera weg. Warum denn? Ich bin kamerascheu. Ich war mal Kinderstar. Haben Sie das gehört? Mhm. Also weg mit dem Ding. Na holla! Was ist denn? Mach den Safe zu, sonst werden dich noch ein paar verwanzte Kakerlaken ausplündern. Hm. Hier, Ihr Kaffee. Auf Wiedersehen. Nicht so eilig, Kleiner. Ich muss noch bezahlen. Der geht auf Kosten des Hauses. Gehen Sie endlich. Ich muss den Laden dicht machen. Augenblick mal. Ihr habt doch rund um die Uhr geöffnet, nicht wahr? Ja, bin ich. Na, Flossen runter! Keine linken Dinger hier! Nehmen Sie seine Kanone, Doro. Weißt du, was ich mit dir mache? Ich werde deinen Schädel in den Mikrowellenherd stecken und ihn auf Sandwich stellen. Hammer, das können Sie doch nicht machen. Wieso? Gibt's keine Einstellung für Sandwich? Das ist ja abscheulich. Er hat recht. Ich gehe doch nur klauen, weil ich nicht genug zu essen habe. Ach so, du hast Hunger. Kohldampf. Ja. Halten Sie den Burschen in Schach, Doro. Was haben Sie vor? Nun, bevor er in den Bau wandert, sollte er noch eine kleine Stärkung kriegen. Oh. Die Dinger sind schon seit 2 Wochen verfallen. Die kriegt er nicht. Oh, die sind 6 Wochen alt. Die sind wesentlich besser. Und das ist, oh, Verfalldatum 1968. 67, 66. Na herrlich, glänzend, ganz reizend. Ist das? Sie können ihn doch nicht zwingen, das zu essen. Er ist ein widerlicher, verhungerter Straßenräuber. Iss! Na? ...1959. Ein absoluter Jahrgangsmeerrettich. Ich beneide den Kerl. Oh, da wird doch noch Platz für einen kleinen Nachtisch sein. Unserer Erfahrung nach kann die Polizei nur dann ein Verbrechen aufklären, wenn sie unverschämtes Glück hat oder wenn ihr Kommissar Zufall hilft. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Gunn. Es ist auch unsere Aufgabe, Verbrechen zu verhüten, zum Beispiel durch die Nachbarschaftshilfe. Sehen Sie, die Statistiken zeigen, dass 45%... Füttern Sie nicht mit so vielen Zahlen, Doro. Wir haben diese Verbrecher gefunden, weil sie überall sind in diesem Großstadtdschungel. Es ist bekannt, dass alle 12 Sekunden ein Verbrechen verübt wird und jeder dritte ein Chines. Slade, Ihr Auto! Sehen Sie, schon haben wir den Beweis. Komm zurück, du schleimiger Bandwurm! News! Einsteigen! Platz, da stehen Sie hier nicht rum! Das ist ein Polizeieinsatz! Los, los, los! Hauen Sie drauf, Lady! Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue! Sie, kommen Sie! Hammer! Was schreiten Sie so? Wir essen zeitig! Action News! Unsinn! Mir wird ganz schlecht hier! Ein paar Schleifen wechseln lerne ich erst in der nächsten Woche! Schön dranbleiben! Machen Sie genau das, was er auch macht! Da! Sie hätten eben den linken Blinker ziehen müssen, Lady! Verlangen Sie bloß nicht, dass ich rückwärts hinter ihm einparke! Hammer, zeigen Sie, wo die Bremse ist! Das große Pedal neben dem Gas! News! Hauen Sie auf die Bremse! Bremsen! Oh. Alle mal abspringen! Action News! Ah,
alles noch dran? Ja. Geht's Ihnen gut? Oh, danke, der andere Fahrlehrer hat mir nicht so viel beigebracht. Kein Wunder, ihm gehört auch das Auto. Hämmer, wo ist Gunn? Ja. Oh, oh nein. Oh. Er könnte tot sein. Das wäre das Beste für Sie. Sie haben mich bitter enttäuscht. Sie haben das ganze Revier im Stich gelassen. Sir, ich möchte zu Hämmers Verteidigung sagen, dass er sein letztes... Halten Sie die Klappe, Doro. Hören Sie, Captain, ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mir sehr leid tut. Und wenn Sie mich das nächste Mal mit einem Reporter losschicken, dann werde ich keine unüberlegten Sachen... Das nächste Mal? Das nächste Mal? Nun, Sir, falls es ein nächstes Mal gibt... Glauben Sie, dass Sie nochmal einen Reporter in den Abgrund fahren dürfen? Nein! Nein, ich wiederhole mich niemals. Doro, würden Sie uns bitte einen Moment entschuldigen? Selbstverständlich. Schließen Sie die Tür. Danke sehr. Wie können Sie einen schäbigen Witz reißen nach all dem, was Sie dem Mann angetan haben? Oh, wie kommen Sie auf armer Mann? Der verdient 20 Mal so viel wie ich. Außerdem hat er sich drum gerissen, mitzufahren. Sie haben ihn beinahe getötet, Hämmer! Ah ja, sehr gut bemerkt. Das Schlüsselwort zu der ganzen Geschichte heißt beinahe. Es muss ihm gut gehen. Ich habe gehört, wie er meinen Namen schrie, als ihn der Krankenwagen wegbrachte. Ich kann's nicht begreifen, was mit ihm passiert ist. Das hat uns alle ziemlich schwer mitgenommen, das gebe ich zu. Ich habe ein paar üble Kratzer in meinem Auto, aber ich habe Haltung. Sehen Sie mich deswegen weinen? Hämmer. Ja, ich höre. Ich habe ihn angerufen, um mich zu entschuldigen, aber er geht nicht ans Telefon. Wissen Sie, er, naja, er hat sich einfach ausgedrückt, beide Arme gebrochen. Das ist zwar schlimm, aber ich meine, das war ein glatter Bruch und Sie haben alle Knochen gefunden. Wenn das alles nachher im Fernsehen zu sehen ist, werden einige Männer ihre langjährigen Jobs verlieren, Hämmer! Das ist, Sie müssen nicht so schreien. Ich habe ja gesagt, dass es mir leid tut. Ich habe schon versucht, ihn weich zu bekommen. Ich habe ihm Gummibärchen geschickt und eine Primel. Naja, und jetzt kriegt er... Na, eine... Ich werde es Ihnen zeigen. Sie ist so anmutig. Tja, also göttlich ein gesungenes Telegramm. Passen Sie auf, sie macht das allerliebst, ne? Nur ein Zeichen von ihrem Kumpel Hämmer. Ja. Hab ich gedichtet. Dass sie so tief gestürzt sind, ist ein Jammer. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gut. Also, wenn das nicht zieht, das war doch ganz reizend, finden Sie nicht auch? Wundervoll, was? Dieser kleine Reim mit Hämmer und Jämmer, das ist ein sogenannter Stabreim, glaube ich. Hämmer? Ist es Ihr Ziel, mir das Leben auf Erden zur Hölle zu machen? Ich habe keine echten Ziele, Captain. Ich versuche nur, die tägliche Last auf mich zu nehmen. Ja. Das Vöglein fliegt. Nur ein einziges Mal möchte ich sehen, wie der Kojote den gefiederten Freund auffrisst. Naja. Ich möchte nicht dringend über die Stunde der Wahrheit nach. Oh ja, mit großen Schritten. Würden Sie freundlicherweise die Nachrichten einschalten? Unsere Tagesthemen. Erneutes Chaos in der Innenstadt durch eine weitere Erpresserbombe. Aber zunächst heißt es wieder Gum auf der Straße. Keine Aufregung, so schlimm kann es nicht werden. Wie Sie wissen, sieht sich unsere Polizei massiven Entlassungen gegenüber. Ich habe also die Gelegenheit ergriffen, Sie objektiv im Einsatz zu beobachten. Ich war sehr überrascht, was ich mit ansehen musste. So weit, so gut. Unsere Polizisten sind nichts weiter als eine Bande pistolenschwingender, brutaler Revolverhelden. Tut mir leid, dass er Sie so kräftig kritisiert. Wir haben keine Polizisten, sondern leichtfertige Scharfschützen in der Stadt. Man bekommt das Gefühl, dass sie gerne auf Dächer steigen und Feuergefechte anfangen, in der Hoffnung, dass sie zufällig mal einen Verbrecher treffen. Muss man gleich jemanden aufs Dach steigen? Eine Frage wird uns alle interessieren. Wie gefährlich ist unsere Polizei? Ich kann nur sagen, dass ich einen Tag mit ihr verbracht habe und dass ich mit zwei gebrochenen Armen davon gekommen bin. Aus diesem Grund sitze ich mit fröhlichem Gesicht vor Ihnen. Danke sehr, Bill, für diese... Ich will gar nicht erst hören, was Trunk dazu sagen wird. Ihr Bericht hat wieder einmal vage Behauptungen aller Deutlichkeit zu schlagkräftigen Beweisen gemacht. Doch jetzt, Freunde, schalten wir wieder um zu Miami Vice. Will doch keiner sehen. Hey, gute Arbeit, Kumpel. Da hast du ja ganz schön was verzapft. Ich gehe ja nicht so mit Fremdworten rum. Na, räumst du mal deinen Spind auf? Ja, ich bin heute früh entlassen worden. Tut mir leid, kann ich was für dich tun? Nein, danke. Du hast schon genug getan. Na, Mühchen. Hämmer! Tag, Captain. Ich möchte eine Verbalbeschwerde vorbringen. Irgendein Schmierfink hat sich auf meinem Spind verewigt. Ja, Hämmer, das bin ich gewesen. Was ist denn hier los?
Hammer, seit Ihrem brillanten Auftritt gestern steht das Rathaus Kopf und rasselt mit den Säbeln. Der Bürgermeister hat mir befohlen, die Hälfte meiner Männer vor die Tür zu setzen. Und der einzige Trost, der mir gerade einfällt, ist der, dass ich Sie auch los bin. Ah, ich werde wieder suspendiert. Na und? Nein, Sie verstehen das nicht ganz. Sie sind gefeuert. Eingesagt, abgefrühstückt, verbannt, auf den Mond geschossen, Feierabend, die Klappe ist gefallen. Worauf wollen Sie hinaus? Hammer. Sie sind jetzt nicht mehr Bulle. Nun fällt Ihnen nichts mehr ein. Schade, Hammer. Viele gute Männer wurden entlassen. Sie sollten eigentlich Bullen einstellen und nicht rauswerfen. Jeder denkt hier, ich hätte ihn in die Pfanne gehauen. Dann gehe ich eben. Haben Sie schon einen neuen Job? Nein, ich lebe für diese Tätigkeit. Soll ich Ihnen mal was verraten? Als kleiner Junge habe ich einen Berufseignungstest gemacht. Die haben mir gesagt, ich sei am besten zum Bullen geeignet. Zum Bullen! Oder zum Quizmaster. Hören Sie, Hammer. Sie können doch sicher noch andere Dinge tun. Jeder Mensch ist zu irgendetwas zu gebrauchen. Und sei es nur als abschreckendes Beispiel. Okay, die erste Gruppe kann jetzt losgehen. Die anderen bleibt am Bordstein stehen. So, Kinder, jetzt ist grün für euch. Ist ja irre, Mister. Kann ich mal Ihre Knarre sehen? Junge, das ist kein Spielzeug. Mhm. Merk dir das für dein Leben. Mhm. Dreh dich, Susi, dreh dich. Und geht schon. Die ganze Stadt spielt verrückt, Doro. Ich habe Heckenschützen, aber keine Spezialeinheit mehr. Ich habe Bomben und keine Sprengstoffexperten. Und obendrein habe ich einen Fall von Schülerlotsenbrutalität. Es ist wirklich zum aus der Haut fahren. Nun, Sir, wenn die Dinge wirklich so schlecht stehen, sollten Sie vielleicht erwägen, Hammer... Hammer? Hammer? Der hat ja eigenhändig die ganze Misere verursacht. Also, Sir, ich bin wirklich der Meinung, dass es einfach nicht vorkommen durfte, dass ein schlechter Tag die ganze Karriere eines Mannes ruiniert. Eine? Sagten Sie eben eine? Ein schlechter Tag? Worüber reden wir hier eigentlich, Doro? Wir reden über Sledge Day. Ich wusste nicht, dass das Ding geladen war, Hammer. Ja? Oh, das hat mir noch gefehlt. Ja, ich knie mich rein. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Doro, da ist wieder eine Bombe im Geschäftsviertel gelegt worden. Da halten sich zurzeit über 1000 Menschen auf. Ich möchte, dass Sie den Fall sofort in die Hand nehmen. Allein? Was erwarten Sie von mir, dass ich tue? Gut aussehen. Hm. In Ordnung, ihr seid sauber, Jungs. Jetzt macht eine Fliege. Und hier sind die neuesten Meldungen über die Bombendrohung im Geschäftsviertel in der Innenstadt. Die Erpresser kündigten an, dass die Bombe jede Sekunde hochgehen kann. Entschuldige, Junge, das brauche ich kurz. Es handelt sich um eine offizielle Schülerlotsangelegenheit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat noch niemand die Bombe gefunden und bald wird ein gesamter Bezirk in Schutt und Asche liegen. Offenbar mangelt es den offiziellen Stellen an Mut, etwas dagegen zu unternehmen. Achtung, Mann mit Skateboard von hinten! Was für eine Arbeitsauffassung, sich hier einfach hinzulegen. Haben Sie keinen Anstand? Ich bin Gipsträger. Ich werde ihn später signieren. Zuerst mal muss ich mich um eine Bombe kümmern. Hammer, was machen Sie denn hier? Ich lasse es nicht zu, dass irgendwelche Mutanten die halbe Stadt in die Luft jagen. Besonders nicht die Hälfte, in der ich wohne. Ich glaube, Sie sind zu spät dran. Die Bombenleger sind militante Linke. Ich hasse diese Kerle. Tatsächlich, Sie fordern $1 Million, ein Privatflugzeug und das Ende des Star Wars-Programms. Ich muss sagen, drei Filme waren wirklich genug. Sie haben drei Dynamitstäbe an eine Uhr gebunden, dort im Geschäft. Da traut man sich ja gar nicht mehr auf die Uhr zu sehen. Doch die finden wir, wenn die Stunde geschlagen hat. Halt den Schnabel. Ja. Stell die Kamera ab, ich will aus diesem Blödmann keinen Helden machen. Sie werden sich noch wundern, Gunn. Geben Sie die Mühle her. Ne. Diesmal wird die Öffentlichkeit ein Urteil fällen. Doro, gehen Sie raus! Gehen Sie raus! Hier drin halten sich nur lebensmüde auf! Was ist denn das da, Hammer? Die Wecker habe ich schon durch. Jetzt kommen noch die anderen an. Das schaffen Sie niemals. In ein paar Sekunden kann die Bombe hochgehen. Ich habe eine Idee. Keinen Schreck kriegen. Oh!
Ich wusste gar nicht, dass Sie wissen, wie man eine Bombe entschärft. Tue ich auch nicht. Aber ich habe den kleinen Helfer hier. Bombenentschärfung. Ach so. Das war das Sonderangebot in diesem Monat in meinem Buchclub. Los, Hammer! Los, Hammer! Los, Hammer! Los! Los, Hammer! Los! Los, Hammer! Los! Los, Bombe, geh hoch! Los, Bombe, geh hoch! Los, Hammer, los! Los, Hammer, los! Zuerst sehen Sie sich die Kabel an. Versuchen Sie, das orangefarbene und braune Kabel zu finden. Orange und braun. Der Schaltplan befindet sich im nächsten Heft dieser Reihe. Typisch! Was machen wir denn jetzt? Keine Panik, Doro. Ich bin schon öfter in Stresssituationen gewesen. Da gibt's nur eins. Augen zu und durch. Ene, mene, mu und raus bist du. Puff! Oh. Was zum... Zeit zum Aufstehen, Baby. Ja. Ja, ja, großartig. Nun, ich schätze, selbst ein Kretin kann im Fernsehen gut aussehen. Schleimen Sie sich nicht ein, Gamm. Und nun werden Sie vielleicht einen zweiten Blick auf die Polizisten dieser Stadt werfen, die meinetwegen zur Sau gemacht wurden. Ach, übrigens, ich habe etwas für Sie. Officer, könnten Sie die Beweise halten? Das heißt so viel wie Sledgehammer. Lassen Sie uns gehen, Doro. Hammer, aufgrund Ihrer Bemühungen hat mir der Bürgermeister grünes Licht gegeben, meine ganze Truppe wieder einzustellen. Und es ist darüber hinaus gebilligt worden, dass wir alle eine 20-prozentige Erhöhung unserer Bezüge bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem ich das sage. Hammer, ich bin stolz, Sie bei der Truppe zu haben. Falls ich irgendetwas tun kann, um Ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen, lassen Sie es mich wissen. Danke sehr und auf Wiedersehen. Nun, da gibt es tatsächlich etwas, das Sie... Nein. Sie haben irgendetwas gesagt. Nein, Sie haben es gesagt, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Na gut, na gut, na gut, na gut. Was ist es? Wissen Sie, es ist etwas, was ich schon seit langer Zeit vorhatte. Allerdings werden dazu zwei Personen gebraucht. Es hat doch nichts mit Forstfeuerwaffen zu tun, oder? Nein, nein. Kommen Sie, nein, selbstverständlich nicht. Nein. Nein. Seien Sie kein Frosch. Nein. Doch. Nein. Hammer? Ja. Hammer!